Jo, servus Leute, wir sind gerade in Siteb angekommen, bei so einem Markt, in einer Markthalle. Ja, da sind wir jedes Mal, wenn wir im Urlaub sind, in Chamburi. Da gibt es einiges zu sehen. Ah, ja, es ist nicht wie Chamburi hier, sondern Siteb. Also, schauen wir uns mal etwas um hier, was es Neues gibt. Ein Jahr ist das her in etwa. Oh, Schrank für das Badezimmer. Oh, Haushaltswaren, auch ein paar gute Messer dabei hier. Das sind gute Werkzeuge. Ich hoffe auch, dass der andere Laden, wo es Messer gibt, offen hat. Schauen wir weiter. Startzeug hier, ne? Ja, Gast. Ein guter Raum für den Namen, ne? Ich denke auch. Netter, also das letzte Mal hier von den Läden her, ich glaube mehr Angebot. Oh, nice. Was der gibt Ding, oder? Ja, Singsam, so ein Hutladen, kann man sagen. Da schaue ich mich mal etwas um. Look ja nicht mal. Ah, oh, cool. Genug. Wir kommen back hier, da. Okay, hang on first, Black. Eigentlich haben wir schon alles,
was wir brauchen und wollen. Aber es ist auch einfach sehr nett, einfach durchzuschauen. So ein Markt ist einfach was Nettes. Viele Taschen. Ja, das ist auch eine nette EDC-Tasche. Nein? Tasche für die Arbeit, eventuell. Wichtig ist der Tipp, dass der gut geht, dass der gut läuft und langlebig ist. Irgendwie fühlt sich das nicht so an. Alle locker. Irgendwie sind die Reißverschlüsse alles so ziemlich dieselben, habe ich das Gefühl, bei den Taschen. Und haben die Erfahrung gemacht, bei der Gürteltasche, dass der Zip nach einer Weile nicht mehr gut funktioniert. Ja, Elefantenhosen sind immer gut. Es gibt kaum bessere Chillhosen. Ich glaube, das ist der Messerladen. Ja. Messer, Hüte. Nee. Aber Tasche. Guck hin. Hast du kein Video mit? Nein. Haben wir alle mit da? Ja, ich hab. Ich hab. Ja, sie hat live for open. For open. Dieser Hut gefällt mir richtig gut. Mal schauen, wie der so verarbeitet ist. Das sieht richtig gut aus. Ja, eine Gürteltasche für die Arbeit haben wir gekauft. 150 Thai Baht. Und ich sage, nächste Woche bekommt sie Taschenmesser. Ich glaube, nächste Woche schauen wir wieder her. So, ich frage, ob wir filmen dürfen. Mal schauen. Ein Nachbar will ein Taschenmesser. Hey.
So, ich hab. Ja, gerade zwei Taschenmesser gekauft. Schauen wir uns später in einem Video nochmal an. Gerade etwas die Orientierung verloren, wo wir hergekommen sind, aber egal. Ja, hier weiter. Small. Genug nicht. Wir sind genug in der. Ich bin old oder Amazon. Also ja, go. Look in it first. Richtig netter Markt. Für jeden etwas dabei. Have at home. Sie lauer am Bett. Das ist eine geräumige Gürteltasche. Ja. Oh no. Ah, genug. Also Lederstil. Ah, hallo. Ah, no. Löwellänge Sparbüchse. So richtig nette. Die nette, schöne Box. Geht nicht nach. Ja, Leute, das war es dann von diesem Video. Hört sie? Also ja, wir haben so ziemlich alles gesehen, was wir sehen wollten eigentlich. Sonst gibt es nur mehr ja, ein paar Kleidergeschäfte und so. Also nichts wirklich Neues jetzt. Also ich bin froh, dass wir hierher gefahren sind. Wir haben so ziemlich alle Läden offen gehabt. Also, man darf nicht zu früh herfahren, haben wir die Erfahrung gemacht. Besser so ab 10 Uhr ungefähr. Ja, so sage ich wie immer, Leute. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.